mal ein bisschen dunkler gerade. Es ist schon abends und es ist wieder kein geplantes Video, aber es ist besser, als wenn ich gar nichts hochlade, finde ich. So, und zwar geht es, oder soll es in dem Video darum gehen, dass nochmal so ein Aufbauvideo oder eine Ergänzung zum vorletzten Video. Und ich lasse die Musik jetzt trotzdem einfach so. Und zwar soll es darum gehen, wie man sein Qi kontrolliert oder stärken kann. Und das hatte ich ja im vorletzten Video angesprochen, dass man sich gerne in erster Linie darauf konzentrieren sollte, seine eigene Lebensenergie von innen heraus zu kontrollieren, selbst zu steuern und sich bewusst zu machen, anstatt sich irgendwie abhängig zu machen von äußerlichen Stimulationen, sei es von Essen oder sonst was. Wobei andere äußerliche Stimulationen, also geistige Stimulationen, wie zum Beispiel Musik, halt auch Qi erzeugen und das halt legitim ist, sage ich mal so. Auch wenn das Wort legitim jetzt nicht genau das Passendste in dem Zusammenhang ist. Jedenfalls, wie kontrolliere ich mein Qi? Jetzt habe ich ja schon eine Sache vorweggenommen. Das kann durch Musik zum Beispiel sein. Was sehr einfach umzusetzen ist, aber das kann man gar nicht allgemein sagen, weil jeder ist halt sehr, sehr individuell. Es gibt zwar so eine Art Massenbewusstsein und dadurch eine Art Massenprogrammierung, aber trotzdem ist der Mensch immer noch sehr, sehr freiheitlich, innerlich, auch wenn es den meisten nicht bewusst ist, und dadurch sind die meisten trotzdem sehr, sehr individuell. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, dass die einfachste Methode wäre zum Beispiel Sport, Bewegung allgemein. Da trifft auch sowas wie Tanz zu. Tanz ist eine Kombination aus Sport und halt Kreativität und ja, allgemein ein Ausdruck des eigenen göttlichen Geistes, und das erzeugt halt Qi. Und sowas wie Malen oder allgemein kreativ sein erzeugt es halt auch. Tanz ist halt so eine Kombination aus beiden, deswegen besonders effektiv. Auch Musik machen zum Beispiel. Also ich könnte sagen, Sport und Bewegung sei das Einfachste, aber das ist halt für jeden anders. Da gibt es aber auch noch dann wiederum die Möglichkeit, sich umzuprogrammieren. Also man ist nicht darauf festgelegt, wenn man jetzt sagt, ja, mir fällt Sport jetzt total schwer und deswegen bin ich dafür jetzt nicht so geeignet. Solche feststehenden Sachen gibt es eigentlich nicht, außer man möchte das, dass das feststeht, weil das ist auch ganz legitim. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mit 6 Jahren oder sieben Jahren, glaube ich, eigentlich jahrelang extreme Albträume hatte. Da gehe ich vielleicht mal auf einem anderen Video näher drauf ein. Und dann habe ich mir halt irgendwann gesagt, das ist doch mein verdammter Kopf, mein Gehirn, also bestimme ich, was da los ist und was da abgeht. Und das heißt, ich bestimme jetzt meine Träume. Und als ich dann eingeschlafen bin, war es dann auch so, dass ich dann halt luzide geträumt habe. Für viele ist das ein Begriff. Und da kann man halt seine Träume bewusst selber steuern. Und als ich zum Beispiel in der Schule extrem gelitten hatte und dann nicht in die Schule gehen wollte, habe ich mir gesagt, jetzt bekomme ich eine Erkältung, weil halt so psychologische Probleme, psychologische Krankheiten nicht so akzeptiert waren, von den Eltern auch nicht so verstanden waren. Da bin ich dann halt den Weg gegangen über das Körperliche, weil das, ja, das können Menschen halt einfacher sehen und entspricht halt ihren Programmierungen, sage ich mal so. Und dann habe ich halt gesagt, ich kriege jetzt eine Erkältung, und 20, 30 Sekunden später habe ich dann eine schniefende Nase gekriegt und Husten und musste dann nicht in die Schule für mehrere Tage. Das heißt, seine eigene Programmierung, die man hat und glaubt, dass sie irgendwie feststehen, die kann man auch selber beeinflussen. Und so gesehen, beim Sport war es bei mir genauso. Ich war eigentlich nie Sport, ich war immer Letzter oder Vorletzter beim 1000-Meter-Lauf in der Schule. Und als ich jetzt noch aktiv laufen gegangen bin, bin ich auf dem Halbmarathon zum Beispiel 1 Stunde 27 ungefähr gelaufen. Oder auf 5 Kilometer 17 Minuten 45 Sekunden. Und das ist schon extrem gut eigentlich. Obwohl ich eigentlich so von der Genetik und von der Programmierung her eher so der Krafttyp bin. Ja, das jetzt so nebenher erklärt, um zum Thema zurückzukommen. Andere Methoden, um das eigene Qi zu kontrollieren, sind zum Beispiel Tai Chi und Qigong.
wo man halt so fließende Bewegungen macht. Und genau dieses Fließende ist eigentlich dieser Knackpunkt, oder dieser Casus Knaxus, wie man es nennt. Diese fließenden Bewegungen führen eigentlich dazu, dass das Qi besser fließen kann. Also es geht bei der Methode nicht so sehr darum, sehr viel Qi zu generieren, was beim Sport der Fall ist zum Beispiel, oder bei kreativen Dingen, sondern da geht es eigentlich um die fließende Bewegung, das ist eigentlich so ähnlich wie Yoga ein bisschen, erkläre ich gleich auch noch, oder auch wie Meditation. Das heißt, man macht den Körper frei und das Qi, was schon da ist, das fließt dann einfach besser. Und teilweise sind das halt auch Bewegungen, das erzeugt auch ein bisschen Qi, aber das fällt jetzt nicht so sehr ins Gewicht. Tai Chi und Qigong sind halt relativ ähnlich. Ich habe selber jetzt für mich doch selber noch nicht gemacht, aber eigentlich ist klar, was es bewirkt in der Theorie und in der Praxis. Yoga ist halt auch so eine Form, die den Qi-Fluss sehr verbessert, weil man sich da halt auch frei macht. Man dehnt sich zum Beispiel sehr. Und man muss den Geist halt dafür freikriegen, damit das halt funktioniert. Und das heißt, man bewirkt halt sozusagen, dass der Geist frei wird, weil sonst könnte man die Bewegung auf Dauer halt nicht machen. Und das ist übrigens auch ein sehr guter Punkt für Leistungssportler oder allgemein für die sich für Sport sehr interessieren, dass man den Geist frei macht und versucht halt durch Meditation oder durch Visualisierung, kann man es auch nennen, sich frei zu machen und die Dinge fließen zu lassen, Blockaden zu lösen, dann kann man einfach mehr Leistung erbringen. Aber halt nicht Leistung im Sinne von, ich habe jetzt mehr Energie, sondern die Energie, die schon da ist, die fließt einfach besser. Ungehinderter, effektiver. Und das kann man natürlich auch sehr gut mit Ausdauersport erreichen, aber auch mit Kraftsport kann man erreichen, dass Dinge besser fließen, obwohl viele Kraftsportler eher Leute sind, bei denen Blockaden herrschen. Meiner Erfahrung nach und meiner Sicht nach, aber es kann beides sein. Also man ist auch da nicht unbedingt drauf festgelegt. Gut, das sind halt so die Methoden. Und die letzte Methode ist, also neben Tai Chi, Qigong, Yoga, Sport, Tanz, kreativer Ausdruck allgemein, ist die letzte Methode einfach schlicht Meditation an sich. Das ist so halt die Methode ohne Umwege und für mich so das Ultimative, aber da braucht es auch erst ein bisschen Übung, bis das halt sehr, sehr effektiv klappt. Und da bei meiner momentanen Programmierung, die auch aus von mir selbst initiierten Umprogrammierungen resultieren, ist es für mich halt noch sehr einfach, durch Sport halt diese Dinge zu erreichen. Wobei ich momentan halt auch Yoga angefangen habe und das gibt mir auch sehr viel. Wie soll ich es ausdrücken? Das katapultiert mich schon ziemlich, weil ich halt durch Meditation und Geistesarbeit halt schon sehr gut darin bin, mich frei zu machen. Und das dann mit Yoga kombinieren und mit dem körperlichen kombinieren, das hebt mein, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Auf jeden Fall hat das schon einen enormen Effekt auf mich. Was ich früher bei Yoga zum Beispiel überhaupt nicht hatte, hat es mir eigentlich gar nichts gebracht. Da war es für mich einfach nur, ich habe einfach nur einen Dehneffekt gespürt und das war es dann einfach. Aber ich versuche mich dann halt so in andere Nein zu versetzen, wie das funktioniert und kann dann halt herausfinden, was daran funktioniert. Man muss diese Dinge halt nicht unbedingt machen, das ist eigentlich nichts davon ist nötig. Man muss nur für sich selber finden, was da funktioniert, aber es kann halt schon ein Vorteil sein, verschiedene Dinge sich anzueignen und ja, damit es auch eine Abwechslung herrscht. Also es kann eigentlich jetzt ein Vorteil sein.